Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute zeige ich euch ein Poncho-Paket. Viel Spaß! Jeder kennt es, man ist so unterwegs, wandert und auf einmal, ach du je, das habe ich ja gar nicht kommen sehen, ein See. Oder ein Fluss. Oder irgendwas. Und nu müsste ich ja drumherum wandern. Ja, aber das machen wir natürlich nicht. Also, machen wir uns nichts vor. Wenn wirklich ich am Wandern bin und auf einmal kommt ein See, dann ist irgendwas in der Planung schon mal vorher schiefgelaufen. Na, also, dann war die Kartenauswertung vielleicht doch nicht so gut. Das heißt, wahrscheinlich eher kann es mal sein, dass ich vielleicht in der Jahreszeit unterwegs bin, oder wenn ich zu Wien unterwegs bin, im Frühling oder im Herbst, wo sich ein kleines Rinnsal mal in einen etwas größeren Bach verwandelt hat. Das geht ja schneller, als man denkt. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, durchzuwarten, mit dem Nachteil, dass man dann für immer nasse Füße hat, ja, und sich die Füße aufreibt. Oder man baut sich eben ein Poncho-Paket. Ja, deswegen Geschichte, Achtung, ich erzähle selbst. Das Poncho-Paket gilt als das Nonplusultra, wenn es zur Gewässerüberquerung zu Fuß geht. Dazu muss man sagen, warum denn Poncho-Paket oder Zeltbahn-Paket? Ne, sagt ja schon der Name, weil ich natürlich ein Zeltbahn und ein Poncho dabei habe. Wie ihr an diesen Bildern sehen könnt, gibt es da natürlich die Möglichkeit, wirklich das klassisch zu machen. Also ich nehme mein Zeltbahn, mein Tarp, mein Poncho, das, was ich wasserdicht dabei habe, packe darin meine Ausrüstung ein. Da wird auch relativ viel immer erzählt, wie man das zu machen hat, wie man wo am besten Auftrieb schafft, so dass man das nicht untergeht. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn der Scheiß im See liegt, dann ist halt Müll. Es ist nicht nur die gesamte Ausrüstung nass, ja, sondern es wird auch schwer und unhandlich. Heißt aber auch, je weiter die Entwicklung geht, ja, kann man natürlich auch ein paar andere Dinge machen. Und diese Alternativen will ich euch jetzt mal zeigen. Ja, eine bei der Bundeswehr aktuell auch recht beliebte Variante, weil ebenfalls schnell und einfach, ist natürlich naheliegend. Poncho gibt es gar nicht mehr dienstlich geliefert, Zeltbahn gibt es nach wie vor, aber was haben wir auch dienstlich geliefert? Einen Biwaksack. Ja, und auch natürlich der Biwaksack oder ein Biwaksack ist ganz hervorragend dafür geeignet, zu machen oder eben ein Poncho-Paket, Zeltbahn-Paket oder eben Biwaksack-Paket. Ja? Wie das erklärt, weiß auch jeder, oder wie das funktioniert, muss ich erklären. Biwaksack auf, Rucksack und Ausrüstung rein, Biwaksack zu, ab geht die Post. Auch hier hilft es, wenn ein bisschen Luft noch im Biwaksack ist. Das ist ja das, was wir sonst vermeiden wollen. Ja. Ich mache hier gar kein großes Gehumse, binde hier gar nichts großartig zu. Ich nehme den Expander. Er hat einfach den Vorteil, dass ich ihn danach auch noch ein bisschen besser greifen kann. Und dann geht's ab. Easy as that. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. So, ihr seid jetzt auf dem Biwaksack. Warte mal, ich zeig euch mal. So. Das sieht natürlich aus wie scheiße, so wie ich das jetzt gepackt habe. Ja, relativ schnell. Aber genau das ist natürlich auch der Vorteil. Schnell, völlig unproblematisch. Pack meine Sachen rein und es ist wasserdicht. Auch da. Ein Ausbilder würde sich, naja, die leben ja alle noch, aber wäre tot im Grab rumdrehen, ja, wenn ich so hier rumeiere. Ne? Das sieht natürlich aus wie Scheiße. Mir jetzt keine große Mühe gegeben, aber brauche ich ja auch nicht. Ja? Manchmal reicht es auch, ja, wenn man das so einfach zusammenfuddelt. Ne? Gerade wenn Zeit eine Rolle spielt, was ja im militärischen Kontext durchaus relevant ist. Ne? Und dafür ist das Ergebnis, ja, wasserdicht. Aha.
dann kann ich mir das lange Rumpaddeln eigentlich ersparen. Ne? Ein Biwaksack kommt drauf an, welche Qualität, welche Dicke ihr nehmt. Der von Carinthia ist natürlich durch das Material relativ schwer, relativ dick, aber dafür macht er sowas natürlich unproblematisch mit. Je nachdem, was für Modell ihr nutzt, ob ihr ein ziviles Modell nehmt oder eins, was eher dünner ist, müsstet ihr darauf achten, dass ihr das nicht über Steine und sonst irgendwie Material zieht. Ansonsten eine absolut valide Form, ja, um so ein Gewässer zu überqueren. Also auch hier, wenn ich das aufmache, trocken, wie ein Babypopo sein sollte. Da ist nichts reingekommen. Geht schnell. Ja. Ich kann jetzt alles wieder verpacken. Dann ist gut. Es muss natürlich nicht immer die teuerste Lösung sein. Im Gegenteil. Das ist die wohl günstigste Möglichkeit, um sowas wasserdicht zu kriegen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Also, den Müllsack hat jeder, kennt jeder und kann man auch mitführen. A, um seinen Müll mitzuführen. B, um die Sachen, die im Rucksack sind, wasserdicht zu packen. Aber man kann es natürlich auch nutzen, um daraus sehr günstig einen Rough zu machen oder halt den wasserdicht zu verpacken. So, was braucht ihr dafür? Also, nehmt nicht die ganz dünnen Müllsäcke. Ich habe das hier mal aufgehoben, was ich da für genutzt habe. Ja. Daher keine Werbung, aber findet ihr überall. Ja. Schwerlastmüllsäcke. Ich habe jetzt hier 240 Liter genommen. Das ist schon extrem groß. Aber wir gucken jetzt mal gemeinsam, was wir da reinkriegen. Natürlich geht auch hier. Man kann hier ein bisschen Luft drin lassen, ja, damit auch ein bisschen brodelt. Ja, dann hier drin. Und ich sichere es einfach mit einer Schnur bzw. hier einen kleinen Knoten rein. Mal durchziehen kann und dann verschließe ich das Teil so gut wie möglich. Ja. Auch da gibt es tausend Möglichkeiten, wie man das sicherer machen kann, aber wir müssen immer überlegen, wofür wir das brauchen. Soll es jetzt für die Ewigkeit wasserdicht sein? Wollen wir kurz was überqueren oder wollen wir es als Auftriebshilfe, ja, durch einen See nehmen? Wichtig ist, am Ende soll es halten. Die alles entscheidende Frage, schwimmt es? Wieder eins. Lass das mal noch eine Weile schwimmen. Ihr seht, es floatet. Und wenn man es wirklich nur so vor sich herschieben will, absolut okay. Ja, ich habe mich sogar mal ein bisschen draufgelehnt. Also ich behaupte mal, das hält sogar, wenn man sich da ein bisschen dran festhält. Ja. Nachteil ist, ja, trotz Heavy Duty, dass man natürlich aufpassen muss. Ne? Ich habe den jetzt gar nicht weit rumgeschlagen, also man sollte die Vorbereitung schon am Wasser treffen, ja, damit man es nur noch rein pfeffern muss. Und dann ist das eine absolut valide Lösung. Man sollte natürlich nie vergessen, wenn ich ein Poncho-Paket mache oder halt so ein Float,
dass ich meine gesamte Klamotten, Stiefel, Ausrüstung, alles was ich dabei habe, Waffe bleibt oben drauf, aber dass ich das natürlich damit reinpacke. Ja. Also wie wir es im Film sehen, dieses, ne, wir laufen hier durchs Wasser, sollte immer die absolute Ausnahme sein. Ne? Also im militärischen Sinne und zivil natürlich auch, weil was wir vermeiden wollen, sind nasse Füße. Nasse Füße bringen Blasen, Blasen bringen Schmerzen, Schmerzen führen dazu, dass ich nicht weiterlaufen kann, militärisch wie zivil auch. Also das muss da alles mit reinpassen. Wie gesagt, bei der Größe jetzt hier passt der Rucksack. Ja, ich packe ihn mal aus. Also ich öffne jetzt einfach die Rucksack und Profile. Guck mal, den habe ich euch vorgestellt. Ja, also der packt hier locker noch mit Zusatzausrüstung rein. Fazit dazu, ein bisschen Wasser ist durchgekommen, macht aber den Rucksack nichts. Und trotzdem ist ein sehr günstiges Device, um einfach, komm mal runter, halbwegs wasserdicht über den See zu kommen. Ich behaupte mal, die Größe des Sees, das ist überhaupt kein Problem. Und ja, kostet so gut wie gar nichts. Es gibt natürlich eine noch einfachere Möglichkeit. Bevor ihr natürlich die Variante wählt, ja, müsst ihr dafür sicherstellen, dass wirklich alles wasserdicht verpackt ist. Ich habe euch ja schon mal Beispiele gezeigt, trotzdem will ich nochmal darauf hinweisen. Ich habe jetzt hier die Isomatte Sabata, ja. Selbst wenn die komplett durchsogen ist, ja, es muss halt vielleicht mal abgewischt werden, aber grundsätzlich trocken. In den Außentaschen, ja, wenn ihr sowas vorhabt oder wisst, es kommt zu einem amphibischen Angriff, ich habe hier mein Tarp drin, könnt ihr sagen, ja, Tarp hin und her. Das könnt ihr auch nass werden. Ja, kann es auch. Ich habe hier aber auch Schnüre drin, aber es hält auch Wasser und deswegen habe ich es in einem wasserfesten Pack, verschließe ich das einfach, habe damit auch ein bisschen ein Auftriebsmittel. Vorne habe ich Verpflegung, kennt ihr aus dem alten Video, hier habe ich meinen Biwaksack, den habt ihr auch schon gesehen, in den Fronttaschen. Poncho verpacke ich nicht, ist selber wasserdicht. Wasserflasche ist Wasserflasche, ja. Und hier Kochzeug in einem wasserdichten Sack verpackt, ebenfalls nochmal Auftriebsmittel. Innen und auch da, ich zeige euch mal, wie das von innen aussieht. Ja, innen habe ich nichts weiter drin, außer, oder habe alles, was hier drin ist, in dem wasserfesten Rucksack, wasserdichten Packsack des Marine Corps. Und auch da achte ich darauf, dass ich jetzt hier, hat zwar extra ein Ventil, ja, wo ich die Luft rauspressen kann, aber das will ich in diesem Fall nicht. Ja, also ich brauche hier nicht ultra viel Luft, weil es ist immer schon noch genug Luft drin, aber achte darauf, dass das vernünftig rolle, ja, möglichst faltenfrei verschließe. So, und damit habe ich auch in der Hauptfach ein bisschen Auftriebselement, ja, verstaue hier entsprechend alles. Diese Matte drauf und mache das entsprechend zu. Ja, auch alles, was im Deckelfach ist, ist entsprechend wasserfest oder juckt mich nicht, wenn es nass wird. Das muss ich immer bewusst sein. Tja, je nachdem, wie euer Rucksack natürlich gebaut ist, ne, kann der auch selber ein bisschen floaten. So. Und ihr müsst natürlich auf ein paar Sachen achten, wenn ihr den packt. Aber hier sind wir nun, machen einen maritimen Assault. Das Thema ist völlig weit hergeholt. Aber ergibt natürlich Sinn. Ja. Der gute Grunt Perspective
hat mich da drauf gebracht, natürlich bei einem Maritime Assault verpackst du deinen Rucksack oder deine Ausrüstung nicht noch extra in irgendwelches Zeug, ne? Sondern dann nimmst du deinen Rucksack so mit und schwimmst mit denen durch den Ozean, im besten Falle. Ne? Das muss ich jetzt hier nicht, ja. Aber auch da, ne, wenn ich den jetzt wirklich mal rumrolle, ja, und vollfülle, bis zu einem gewissen Punkt, ja, wird er natürlich floaten, ja. So. Aber wir sehen schon, da kommt einiges raus, ja, es wird sich auch nicht ewig gehen. Na, ewig wird das nicht gehen, aber ich lasse den mal ein bisschen hin und her fließen, weil das natürlich schon, ja, so eine Phase ist, entweder ich lasse ihn vielleicht auf dem Rücken oder ich ziehe mit dem hin. So, jetzt habe ich natürlich die denkbar ungünstigste Variante, ja, er liegt jetzt auf dem Rücken, aber im Moment, ja, könnte ich ihn vielleicht sogar als Floß benutzen oder kann mich da ein bisschen dran festhalten, ja, also, ja, wenn ich meine Ausrüstung vorbereitet habe, die wasserdicht gepackt habe, geht auch das. Ja, ich drehe ihn auch nochmal um. Ja, weil mir wichtig ist zu zeigen, natürlich saugt sich jetzt das Tragegestell voll. So, aber ich lasse ihn jetzt mal eine Weile so auf dem Rücken. Ja, sanfte See, ihr seht das. Lass ihn jetzt mal ein paar Minuten floaten. So, und hier sehen wir schon den größten Nachteil von der Methode. Also das Wasser kommt jetzt nach und nach raus. Aber ich habe vorher gewogen. Und jetzt wiege ich nochmal. Vorher hatte ich so 15,5 Kilo. So, und jetzt. Ach. 22 Kilo. Ja, also da sind jetzt 7 Liter Wasser drin. Ja, also enorm, wenn man sich das überlegt. Ja, 7 Kilo dazu, die man jetzt zusätzlich mit rumschleppt, sich nass macht und die man nicht nutzen kann. Ja, das ist der Nachteil. So, an diesem wunderschönen Frühlingstag, ja, ich mit euch eine Runde schwimmen, naja, fast. Ja, ihr seht, Zeltbahnpaket natürlich, oder Tarppaket, nennt es wie ihr es wollt, Poncho-Paket. Am Ende kommt es darauf an, zu nutzen, was ihr dabei habt. Aber wenn ihr was dabei habt, was deutlich besser und schneller geht, dann nutzt das auch. Ja? Deswegen die billige Variante Müllbeutel, die etwas teure Variante, oder kommt vor allem, kann auch sehr teuer sein, der Biwaksack. Oder halt im Notfall ohne alles. Am Ende kommt es immer darauf an, wie ihr eure Ausrüstung vorbereitet. Und im Idealfall bereitet eure Ausrüstung so vor, dass alles wasserdicht ist. Wasserdicht. Egal, ob ihr damit rechnet, maritim unterwegs zu sein. Ja, also eine Kajaktour oder auf dem Wasser allgemein. Oder ob ihr einfach nur wandern geht. Ja, es ist immer so ein bisschen das Ding, aber auf einer Trekkingtour hilft das schon, wenn man weiß, ich kann meinen Rucksack ins Meer schmeißen oder ins Wasser schmeißen, ohne dass was passiert. Das wird halt nur schwer, ja, nicht unwesentlich schwerer. Ja, probiert es aus. Gerade diese Schwerlastmüllsack-Sache. Mann, ey, wenn ihr jetzt mal schwimmen geht, packt euren Rucksack, ja, und schwimmt mit denen einfach mal eine Runde. Hilft, ja. Probiert aus, ob euer Biwaksack das mitmacht, welchen auch immer ihr habt. Und schmeißt auch ruhig mal eure Ausrüstung ins Wasser, um zu sehen, ob sie das aushält. Und danach, na, könnt ihr die Lehren daraus ziehen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Wie auch immer,
geht raus zu Dinge, macht die ganzen YouTube-Dinge, Glocke, abonnieren, folgen, den ganzen Kladderadatsch. Kommt rüber zu Instagram, hört euch den Podcast an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.